Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Child of Light. Ich hoffe, zur letzten Folge. Und wir versuchen's. Warum kann ich sie nicht ansprechen? Egal, dann eben so. Leute, hoffentlich schaffen wir es diesmal. Ich habe da in der letzten Folge noch ein bisschen mehr mit den Okkuli gearbeitet. Und daher hoffe ich, dass es diesmal klappt. Gut, das kennen wir ja schon. Aurora, verbanntes Kind! Seit langem teile ich dieses Schicksal und du und ich. Verstoßen wurden wir Wandern unter Gemeinen und Schwachen. Weshalb deine törichte Mutter Lemuria verließ, frag ich mich. Mörder! Ha, die größte Zivilisation sind wir. Stamm ab von Zimbel dem Weisen. Du bist Erin, der Eroberers Kind. Wir entdecken Erben die Welt, lass sie uns preisen. Prinzessin, willkommen daheim, Erbe auf dem Thron. Prinzessin und Sinn, ich bin Aurora, lasst euren Hohn. Der Stein ist hier zu Staub zerfallen, verwaist die alten Hallen. Was einstmals war, ist lange tot. Das Land ist tief gefallen. Die Lemurianer leben noch, trotz all ihrer Mühen. Bist du erst fort, bauen wir neu auf und lassen es erblühen. Überlassen wir dieses Land dem gemeinen Pöbel? Wir kämpfen hier und hier Hand in Hand und gegen den Bürger übel. Sie hat recht, das ist größer als meine Familie, ich oder sie. Erheben will ich mein Schwert für die Populi. Für die Katakita. Für die Arostati, die Kapili. Für Hans Yemuria. Gemeinsam kämpfen wir, haha. Ich verbringe das, was Mutter nicht gelang. Ich beende eure Pharasie. Dieses Land ist mir untertan. Freiheit gewähre ich ihm nie. In Ausreihe gelingen ist mein bla bla bla. Ah, hoffentlich schaffen wir es diesmal. Ich will es nämlich nicht tausendmal machen. Ich könnte es zwar dann irgendwann schneiden, aber muss ja nicht sein. Ah, wir fangen genauso an wie vorher. Das gefällt mir aber. So. Wie fangen wir denn an? Hauen wir mal Feuer raus. Dich wechseln wir noch gegen Ignus. Der soll das hier mal anwenden. Mist. Warum fängt der gut an? Alter! Verteidigen. Alter, die ist noch schlimmer als vorher. Willst du mich verarschen? Alter! Jetzt komm! Ja, hau halt deine Rüstung raus, das wird dir nichts bringen. Hahaha! Was für ein Schaden. Na, das macht nicht ganz so viel Schaden, aber ist auch nicht schlecht. Ah. Oh Mann. Na, schützt du dich, weil du kommst eh nicht durch. Och Mann! Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Es wird wieder nichts. Dann musst du dich jetzt selber heilen. Und du haust einen Unaufhaltsamkeitstrank raus. Für ihn. Weil er macht richtig Schaden mit dem
Angriff. Ah, er ist fast down. Du wechselst mal gegen Rubella. Die überrumpelt auf ihn hier. Der trotzdem schneller war. Verdammte Axt. So. Ah, die kontert auch alles. Sehr geil. Das ist nicht so geil. Alter. Ach, das braucht Heilung. Und du machst Unaufhaltsamkeit auf sie hier. Das kann nämlich auch nicht schaden. Dann kannst du sich nämlich gut selbst verteidigen. Beziehungsweise selber heilen. Sehr gut. Und jetzt tauchen wir mal wieder ordentlich Schaden raus. Sehr gut. Na? Heilung, Schaden, go. Immerhin sind die Ads weg. So, heilen. Ja, komm, heilen. Aber nicht alle, nur ihn. Ah, falsch. Ah, wenn das jetzt nicht kein großer Fehler war. Das macht so Schaden. Nix. Leute, ich glaube, diesmal schaffen wir es. Schaut euch den Schaden an, Leute. Also wenn sie das noch lange überlebt, dann fresse ich einen Besen. Ausgewichen, Mist. Ah, wir kriegen es hin. Ich glaube daran. Komm. Kann nicht schaden. Wir haben's. Noch nicht. Aber wir kriegen's hin, Leute. Ich spüre es. Viel ist es nicht mehr, Leute. Ich sammle hier noch ein bisschen was ein. Ja, du kannst so viel Schaden hochboosten, wie du willst. Du schaffst es nicht mehr, uns zu stoppen. Selbst wenn diese beiden hier scheitern, haben wir noch andere Freunde. Denn gemeinsam sind wir stark. Ja! Ja!
Ich wollte doch nur heim. Irgendwo, und sei es noch so klein. Diese Welt im Guten wie im Schlechten. Leben wir zusammen, nicht allein. Der Herzog ist tot. Der Flutenwasser steigt. Das Volk auf dem Hügel, auf den fünf Hügeln, das Ende ist schon prophezeit. Oh oh. Ich brauche Freiwillige, die mir folgen. Mach sie Witze, ich geb Ja's. Der Vorteil ist auf deiner Seite. Das wird ein Riesenspaß. Bei meiner Ehre. Und da voran ich schreite. Kopfüber stürzen wir uns hinein. Genau so soll es sein. Prinzessin, ich bin ganz dein. Folgt den Spiegel mir geschwind durch den Spiegel und rettet mein Volk vor Flut und Wind. Sechs schlug es am Ostersonntag. Verzweifelt blickten alle drein. Das Volk kauerte auf fünf Hügeln. Bald würden sie versunken sein. Als eisige Kälte emporschwappte, vermochte Hoffnung nicht mehr viel. Doch plötzlich war Aurora auferstanden, mit einer Schar Kreaturen, sehr skurril. Schnurstracks teilte sich die Gruppe und nahezu im Sturm führte Aurora mit ihrer Truppe das Volk hinauf in der Burg Turm. Dort betraten sie einen leeren Saal. An ihren Füßen floss Wasser entlang. Kein Ausweg führte aus dieser Falle. Unvermeidlich schien ihr Untergang. Doch Aurora lächelte schelmisch. Erstaunen trat in aller Gesicht. Sie führte sie zu einem Spiegel und schritt hindurch voll Zuversicht. Nur eine Insel blieb von Austria. So groß das Reich auch einstmals war, mein Volk weilte in Lemuria, sicher mit einer Zukunft hell und klar. Und so erblühte Lemuria von Neuem. Uns allen war es lieb und teuer. Bald ist die Reihe an dir, Prinzessin, auszuziehen in große Abenteuer. Nun, mein Schatz, ist das Feuer erloschen. Finster ist die Nacht, drum sei schön brav. Schließe die Augen, lass los, entgleite sanft in tiefen Schlaf. Und damit haben wir Child of Light durch. Alter, was für ein Abenteuer. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das Finale kam zwar jetzt relativ plötzlich. Ich habe eigentlich gedacht, wir machen noch 5 Folgen oder so. Aber es war genial. Also, das Spiel hat mich so geflasht von Anfang an. Also, ich muss sagen, ich hatte es nicht ganz so auf dem Schirm. Mich hat ja der Marcel damals da ein bisschen drauf angesprochen und gesagt, ob wir nicht ein Together da mitmachen, weil es ja ein Koop-Spiel hat. Aber leider ist der Koop eben nur lokal und deswegen hat jeder für sich gespielt. Und danke Marcel, dass du mich auf dieses Spiel gebracht hast. Es war großartig. Die Musik hat gepasst, die Spielmechanik war super. Es hatte zwar hier und da kleine Bugs, wie eben der Haarbug oder sowas, aber ich meine, es ist ein 14-Euro-Spiel. Das muss man sich nochmal geben. Wir haben jetzt, lass mich mal nachrechnen, 42 Folgen gebraucht. Für ein 14-Euro-Spiel. Das ist echt genial. Also da gibt es manche Titel, die kosten viel mehr und haben nicht bei weitem so viel Spielspaß. Nicht so lange Spielspaß. Und man muss auch sagen, die Länge von diesem Spiel ist genau richtig gewählt, weil ich habe ja schon mal erzählt, dass das Kampfsystem irgendwann ein bisschen eintönig wird. Ist ja logisch, wenn es immer dasselbe ist. Aber dadurch, dass das Spiel eben nicht so lang ist, kam nie wirklich Langeweile. Auf einmal 2 Folgen, glaube ich, hatte ich ein bisschen Langeweile, muss ich gestehen. Aber das waren die einzigsten 2 Folgen im kompletten Let's Play, wo ich ein bisschen Langeweile verspürt habe. Ansonsten war das Spiel jedes Mal eine Hochfreude für mich zu spielen. Allgemein muss ich sagen, das Spiel macht Spaß. Es ist nicht, ja, voller Action oder sowas. Es ist einfach nur schön. Es ist wirklich einfach schön zu spielen. Und es macht einfach Laune.
Ich habe ja Anfang dieser Session bei Folge 38, glaube ich, habe ich ja erwähnt, dass ich müde bin. Das ist wie weggepustet. Das ist einfach wie weggepustet bei dem Spiel, die Müdigkeit. Es ist genial. Es ist so wunderbar. Danke Ubisoft an dieses Spiel. Und meine Stimme ist wirklich nicht gekauft jetzt, also mein Fazit hier. Es ist nicht gekauft, mein Fazit. Es ist wirklich meine ehrliche Meinung, dass das Spiel großartig ist. Wie gesagt, es hat so ein paar Macken, wie die Bugs, die wahrscheinlich demnächst irgendwann behoben werden, schätze ich mal. Dann eben, dass die Kämpfe ein bisschen langatmig werden können. Und ja. Und ich muss auch noch sagen, ich habe nicht alles gespielt, Leute. Es ist kein 100% Spiel. Ich habe allein schon ein paar Kisten, viele Kisten verpasst. Viele Berichte und sowas verpasst. Und auch einen Charakter, einen Mitstreiter habe ich verpasst. Aber jetzt ist es an euch, Leute. Spielt das Spiel selber. Macht das, was ich nicht gemacht habe. Erfahrt, wie geflasht man von so einem Spiel sein kann. Wirklich, ihr werdet's nicht bereuen, wenn ihr euch das Spiel kauft. Es macht einfach Spaß. Und ja, ihr könnt mal jetzt in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel gefunden habt. Ob ihr auch so geflasht seid von dem Spiel, dass man es einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass das Spiel so gut sein wird. Und ich möchte ein riesen Dankeschön an euch unterbreiten, dass ihr mir bis hierher gefolgt habt, ihr fleißig Kommentare geschrieben habt, Bewertungen, also bei dem Spiel gab es sogar viele Bewertungen für meine Verhältnisse. Dafür möchte ich danken. Dafür mache ich Let's Plays, um euch zu unterhalten, um euch Spaß zu bringen. Und wenn dann so Feedback kommt, wie jetzt bei dem Projekt, dann freue ich mich einfach. Ich bedanke mich einfach. Ihr seid die Größten. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich will eigentlich nicht aufhören zu reden, weil eben die Musik ja urheberrechtlich geschützt ist. Aber darauf scheiße ich jetzt einfach mal und lasse die Credits vollends durchlaufen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Man sieht sich beim nächsten Projekt. Euer Seymour. Bis dahin. Ciao.
Mir ist, als möchte ich mein Herz zerbrechen. Königin über ein Reich ist sie nun. Doch vergaß sie, mit euch zu sprechen. Sie hat Bedeutendes zu tun. Sie wacht über Lemuria. Leb wohl, meine Königin, Aurora. Interessant. Wir können weiterspielen. Und alles einsammeln. Aber, ich weiß nicht. Leute. Also ich bin kein Fan von 100% Spielen. Also ganz ehrlich nicht. Von daher überlasse ich euch das Fertigspielen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Und wer bis jetzt hierher zugehört hat. Du bist der Beste! Bis dahin, danke nochmal fürs Zusehen. Ciao.